Das war ein ordentliches Training, was, Kumpel? Fragt Kit auf mich zukommt, während sie ihre Arme streckte. Ich atme tief durch, während ich mich umsehe, wobei ich versuche, nicht auf zu viele der Körper zu treten. Ich gestehe, dass er ein bisschen besorgt war, aber es ist nichts allzu Ernsthaftes passiert. Ich versuche, mit Magi zu sprechen, obwohl ich weiß, wie er reagieren wird. Geht's dir gut? Mit einem ausdruckslosen Gesicht blickt er mich ungerührt an. Du brauchst dir um mich keine Sorgen zu machen, ich bin Markus. Wow, dieser Kerl vergeht schier von Anteilnahme. Wie auch immer, ich sollte jetzt nicht anfangen, mich zu beschweren. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wir haben bisher noch nicht mal einmal einen Fuß in Viper Mania. Wie soll ich das übersetzen? Viper Manor gesetzt. Ich sag einfach Manor. Kit blickt zu mir rüber, während sie eifrig wie immer wirkt, bereit, das Kommende in Angriff zu nehmen. Hast du vor, hier die ganze Nacht rumzuhängen oder was, Kumpel? Das sind mehr Optionen. Auf keinen Fall, lass uns gehen, nicht gleich, okay, ich brauche einen Moment. Ja, komm, los geht. Hey, kein Problem. Meine Verletzungen und Schmerzen zu ignorieren, gehe ich rüber zu Kit. Gute Arbeit, Freund, Kumpel. Sie kommt rück näher. Ich kann sehen, wie sich der Mond in ihren Augen spiegelt, als sie mir ein warmes, aufmunterndes Lächeln zukommen lässt. Aber weiter, wir können nicht die ganze Nacht hier bleiben. Ein Schatz wartet darauf, gefunden zu werden. Ich bin immer noch in ihren Augen verloren, als sie sich auf den Weg machte. Margil, ich folge ihr auf ihrem Fuß. Ich beeile mich, die beiden einzuholen. An einem solchen Ort getrennt zu werden, wäre keine gute Idee. Wir setzen unsere Wege durch dieses natürliche Labyrinth aus Holz und Stein fort. Irgendwo in diesem großen Wald, versteckt, wartend, ruft uns Viper Manor zu sich. Darin liegt der Schatz, hinter dem wir her sind. Laut links, links wird er förmlich genannt, ist ein Aristokrat, der über die Außengebiete von Regiona herrscht. Der Art nach, wie Kit über ihn redet, scheint er ein alter Feind von ihr zu sein. Heute Nacht ist unser Ziel Lord Links, wertvollster Besitz, ein scharlachrotes Juwel, das als die gefrorene Flamme bekannt ist. Abgesehen davon, dass er unbezahlbar ist, sagen manche, dass dieser wunderschöne Stein eine Art mystische Kraft in sich berge. Man erzählt sich, dass viele Leute nach der Flamme gesucht hätten, aber niemand hat es geschafft, sie zu stehlen. Viper Manor hat viele Leben geopfert, aber wir werden Erfolg haben. Wir rühmen uns damit, das Unmögliche zu machen. Außerdem klingt die Art, wie Kit manchmal über Links redet, so als ob sie eine schreckliche persönliche Rechnung mit ihm zu begleichen hätte. Wir können nicht versagen. Wir sind zu weit gekommen, um zu versagen. Und so erblicken wir, nachdem wir unzählige Stunden damit verbracht haben, diese trostlosen, verlassenen Wald zu durchqueren, endlich die Silhouette einer hoch aufrollenden Villa durch die Bäume. Viper Manor. Wir haben es geschafft, ruft Kit. Deine Tage sind gezählt, Links. Wir handeln schnell, indem wir leise hinter einem Dickicht hervorwischen. Nachdem wir an der Mauer der Villa angekommen sind, schleichen wir verstohlen daran entlang, um einen Zugang zu finden. Ich versuche mein Bestes beim Lesen, Leute. Nach kurzer Zeit erreichen wir eine Terrasse in der Nähe eines Gartens, die recht einladend wirkt. Es sieht nicht so aus, als ob hier Wachen patrouillieren würden. Trotzdem versucht die Villa bei mir ein seltsames, unheimliches Gefühl. Es ist totenstill. Magi blickt einen einschüchternden Gebäude empor. Wir können von hier aus in die Westfliege eindringen. Es gibt keinen Grund, weiterzusuchen. Okay, lass uns gehen, sagt Kit, ehe sie über das Geländer der Terrasse springt. Halt, ruft Magi von hinten, wobei er Kit anschaut. Unser Ziel ist die gefrorene Flamme, nicht Rache an Lord Links. Denk dran, Kit. Klar, kein Problem, sagte Kit bei einem Blick über die Schulter. Ist doch nichts dabei, wie einem Kind einen Lutscher zu wegzunehmen. Wir sind schon wieder weg, bevor diese schleimige Ratte überhaupt mitkriegt, wie ihr geschieht. Ja, du gemeiner, nichtsnutziger Bastard, ich werde dafür sorgen, dass du bezahlst. Sie liegt wieder mal los. Los geht's, ich hab's satt zu warten, schreit sie, bevor sie in die Villa stürmt. Magi schüttelt kommentarlos seinen Kopf, während ich Kit die bereits tief eingedrungen ist, folge. Die Dunkelheit verschlingt mich. Herzlose.
Korridore führen nach links und rechts, wollen wir uns auch wenden, erwarten uns Dunkelheit. Lass uns mit dem rechten Durchgang versuchen, wie wär's mit dem linken Durchgang, rechten Durchgang? Als ob wir im Inneren einer gigantischen Schlange wären. Krümmt und windet sich der Korridor und erschreckt sich immer tiefer in die Villa hinein. Wir stehen jetzt in fast vollständiger Dunkelheit. Nur ein Schimmer im Mondlicht schafft es, den Weg zu beleuchten. Ich bleibe für einen Moment stehen und mir wird klar, dass es jetzt völlig still ist. Ich fühle mich, als ob wir von jedem einzelnen Wesen in diesem schrecklichen Gebäude lautlos beobachtet werden. Nachdem ich tief durchgeatmet habe, gehe ich weiter. Leise setze ich meinen Fuß ab, mit der Verstohlenheit einer Katze zugleich, aber völlig gelassen wirkend, folgte Kit mir auf dem Fuß, in den Schatten hinein und hinausgleitend tauchte die düstere Gestalt Margils von hinten auf. Die Weberin des Schicksals ist inzwischen sicher auf uns aufmerksam geworden und wiegt uns vorsichtig in ihren Armen. Boah, das viele lesen. Ich stoße gegen Kit, die direkt vor mir plötzlich angehalten hat. Irgendwas stimmt nicht, Kumpel. Ich halte die Luft an, versuche auf alles zu lauschen. Dann kommt aus der Dunkelheit Klack, Klack, Klack. Irgendwas befindet sich auf dem Weg vor uns. Was es auch sein mag, es kommt auf uns zu. Ich ziehe nervös mein Messer und versuche meine Angst von dieser unausweichlichen Begegnung, die jetzt nur noch Augenblicke entfernt ist, zu ignorieren. Es ist ein Skelett! Schnell, was sollen wir tun? Fliehen, noch ein Schwachpunkt suchen. Das Skelett macht mit dem Schwert in der Hand einen Schritt vorwärts. Gerade als Magie beginnt, sich auf es zu bewegen, geht es die Arme über den Kopf. Es mit einem seltsamen Ausdruck in den Augen anschauend, bleibt Magie plötzlich stehen. Magie, komm zu dir, schreie ich, aber seine Augen sind vollkommen leise und nehmen die Situation gar nicht wahr. Aber was soll ich machen? Angreifen. Ich beginne auf die grauenhafte Kreatur zuzustimmen. Nachdem ich eine typische Schlag mit seinem rostigen Schwert ausgewichen bin, setze ich einen gezielten Tritt gegen den Mittelteil des Skeletts. Und damit bricht das Skelett in zwei und stürzt zu Boden, während ich vorsichtig zurückweiche. Als das Schild auf den Boden trifft, zersplittert er in zahllose Stücke. Was war da hinten mit dir los? Schreit Kit Magilan, wobei sich ihre Augen fast auf ihn richtet. Komm endlich wieder zu dir! Magi blinzelt benommen ein paar Mal. Er scheint jetzt wieder in Ordnung zu sein. Puh, bist du in Ordnung, Kumpel? Ja, mir geht's nicht allzu schlecht. Ich habe hier und da einige Katzen, aber nichts Ernstes. Und du? Machst du Witze? Ich habe den Viech so fast in den Arsch getreten, dass er nicht mal Zeit hatte, seine Gebete zu sprechen. Wir haben es dahin ganz gut geschlagen, oder? Du musst noch ein oder zwei Sachen lernen, aber du kriegst das hin, Kumpel. Kits übermütige Augen funkeln, als ich sie in schwachen Mundlich einen Moment lang anblicke. Ich breche mit ihr den Gang entlang auf. Ach so, bereit für das Kommende. Warte eine Sekunde, was ist das? Ich bücke mich und hebe einen kleinen Lederbeutel auf. Als ich hineinschaue, finde ich eine kleine Flasche, die mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt ist. Schön, mach schon, Kumpel. Du hast es gefunden, also trinkst du es auch. Zügig schlucke ich den Trank. Oh, wow, ich fühle mich großartig. Er sorgt dafür, dass meine Wunden blitzschnell verheilen. Willst du was, Kit? Oh, entschuldige, es ist alles weg. Wir marschieren dich in den dunklen Korridor entlang. Nach einigen Momenten erreichen wir eine alte, staubige Tür zur Rechten. Kit presste leise ihr Ohr gegen die Tür. Stille wie eine Kirchenmaus. Keiner da, Kumpel. Tür öffnen, weiter den Korridor folgen zu... Tür öffnen. Ist schon ein bisschen gruselig hier. Was hat's mit dem ganzen Schrott auf sich? Das muss ein Lagerraum oder sowas sein. Es scheint, dass sich hier die Mechanik eines Uhrentums befindet. Jedoch sieht das Uhrwerk alt und verrostet aus. Und Zahnräder drehen sich zufällig, ohne mit den richtigen Zähnen in Verbindung zu stehen. Ich bezweifle, dass die Uhr heute noch läuft. Der Raum scheint momentan als Lagerhalle benutzt zu werden. Ein großes Uhrwerk in der entfernten Ecke des Raumes erregt meine Aufmerksamkeit. Allerdings ist es dort zu dunkel, um etwas zu erkennen. Fast nichts Ungewöhnliches an, sagt Magi auf einmal, womit er mit einer plötzlichen Schauder das Rückgrat
runterlaufen lässt. Jedoch sehe ich gerade, dass er das sagt. Kid aus dem Schatten auftauchen und das große Objekt in der Mitte des Raumes schleppen. Es ist irgendein großes, antikes Schwert. Wir haben keine Verwendung für das alte Ding, Kid. Alles, wozu es gut wäre, um uns zu verlangsamen. Außerdem würden wir wahrscheinlich nicht mal viel Geld dafür kriegen. Ich schätze, den richtigen Käufer wie einem Antiquitätensammler oder so jemanden wäre es eine Menge wert. Schmollmund legte Kid das Schwert leise hin. Was wollt ihr hier? Ich blicke mich erschrocken um. Das war eindeutig keine unserer Stimmen. Kid und Magel nehmen unverzüglich ihre Kampfhaltung ein und richten Aufmerksamkeit auf ihren Ursprung der Stimme. Wer ist da? Plötzlich erscheint eine Gestalt aus der Dunkelheit. Es scheint eine kleine alte Frau mit einer großen Kapuze über ihrem Kopf zu sein. Obwohl sie völlig verhüllt ist, ist sie offensichtlich, dass sie ziemlich alt ist. Ach, es ist nur ein altes Weib, mein Kid. Magis scharfer Blick auf die Frau verändert sich jedoch nicht. Hehe. Was für eine energische junge Dame. Ich schätze, ihr seid nicht so spät am Abend hergekommen, um euch mit einigen Freunden zu treffen. Ich blicke zu Kid. Vielleicht habt ihr einige Rechnungen mit Meister Links zu begleichen. Mein Herz rast. Das ist eindeutig nicht gut. Wird sie den Rest von ihnen von uns warnen? Vertauschen sie. Die Wahrheit sagen. Kids Augen verengen sich. Was ging es dich an, wenn wir eine Rechnung mit diesem Bastard zu begleichen hätten? Hä? Genau wie ich es erwartet habe. Die alte Frau kichert vor Belustigung. Kinder. Sie sind immer so interessant, so einfallsreich und doch zugleich zu berechenbar. Wovon redest du, alte Dame? Oh, es ist schon 4 oder 5 Jahre her, würde ich sagen, soweit ich gehört habe. Kam eines Nachts ein junger Dieb in die Villa und suchte nach Ärger. Der Dieb war ein kleines, etwas sehnjähriges Mädchen. Überrascht werfe ich einen Blick auf Kip. Von ihren Augen geht eine eisige Ausstrahlung aus. Sie anzuschauen gibt mir ein Gefühl, als ob mir die Temperatur hier drin plötzlich unter dem Gefrierpunkt gesunken wäre. Unbeeindruckt fährt die alte Frau mit ihrer Geschichte fort. Das Mädchen war eine Weise. Sie hatte vor, sich Meister Links ganz allein zu stellen, in der Hoffnung, das sich wie eine große Schwester um sie gekümmert hatte, zu rächen. Aber letztendlich war sie völlig allein. In der Unterzahl und überanstrengt wurde sie schließlich besiegt und von Meister Links Handlangern gefangen genommen. Als Verbündeter kann Meister Links ein ziemlicher Gewinn sein. Als Feind jedoch kann er einer der furchterregendsten lebenden Menschen sein. Wenn nicht ein Freund heimgeschlichen wäre und das Mädchen befreit hätte, wäre es sicher umgekommen. Soweit ich es mitbekomme, war diese mysteriöse Gestalt, die angeblich in den Schatten hinein und hinausschlüpfen konnte, noch lange nachdem sich die Vorfall ereignet hatte, das Thema von vielen Getusche in der Villa. Ohne einen Muskel zu bewegen, versuche ich nach Magie zu schauen. Er ist nirgendwo zu sehen. Ich kann nur vermuten, dass er irgendwo in der Dunkelheit wieder eines dieser ausdrucklosen Gesichter, die sein Markenzeichen sind, zur Schau stellt. Die Bewohner von Viper Manor verurteilen das Unglück nicht, weil niemand immer nur gewinnen kann. Denn die Göttin des Schicksals ist dafür bekannt, es ab und zu diejenigen, die zu viel Glück haben und damit die Zahnräder der Zeit durcheinander bringen, heimzuzahlen. Es ist nicht weise zu versuchen, sich gegen das Schicksal zu stemmen, um seine Fehler ein und andere Mal zu wiederholen. Die alte Frau spricht weiter, wobei sie Kid anschaut und freundlich lächelt. Wenn du das Juwel stehlen willst und wenn du ihn wirklich besiegen willst, musst du auch zu deinem wertvollsten Besitz aufgeben, Kid. Solange du dich an ihm festklammerst, werden sich die Zeiger deiner Uhr nie weiter bewegen. Sie werden in der fernen Vergangenheit gefangen stillstehen. Wer zur verdammten Hölle ist diese alte Frau? Ich? Oh, nur eine alte Dame. Schenkt mir keine Beobachtung. Danke, dass ihr diesen alten Mädchen so lange zugehört habt. Ich hoffe natürlich, dass ich euch nicht aufgehalten habe. Aber bevor ihr geht, wer von euch? Damit blickt die alte Frau in meine Richtung. Ah ja, du siehst aus, als ob du ein paar Schrammen hättest. Willst du mich nicht einmal danach sehen lassen? Was soll ich tun? Ich weiß nicht, ob mir das alles Angst einjagen oder gefallen soll. Ja, bitte machen Sie, gnädige Frau. Oh, nein, danke. Die alte Frau klatscht in die Hände, mit gesenktem Kopf murmelt sie mit leiser Stimme ein paar Worte. Plötzlich umgibt ein angenehmes, hellblaues Licht meinen Körper und erfüllt mich mit einer seltsamen Wärme. Wow, schaut euch das an. Meine Wunden werden vor meinen Augen geheilt. Mir ist, als ob eine Art sanfte Musik, die mich mit einer seltsamen Gelassenheit erfüllt,
überall um mich herum gespielt würde. Als ich wieder zu mir kam, ist die alte Frau verschwunden. Hallo? Gnädige Frau, fragte Kit, während sie sich unauffällig umblickte. Jedoch gibt es keine Spur von ihr. Alle Anzeichen ihrer Anwesenheit sind verschwunden. Ich frage mich, was es mit dem alten Weib auf sich hatte. Während ich mich umblickte, komme ich nicht umhin, mich zu fragen, wovon sie geredet hat, mit dem ganzen Zeug über einen geschätzten Besitz und das alles. Lass uns unsere Ärsche hier rausbewegen, dieser Ort macht mich nervös, sagte Kit plötzlich, während sie schon auf die Tür zuging. Hey, warte! Als ich Kit einhole, verpasste sie mir einen freundschaftlichen Stoß in die Rippen. Es ist nichts. Es ist nicht fair, dass du als Einzige geheilt wurdest. Von hier aus erstreckt sich der Korridor nach links und nach rechts. Der rechte Pfad führt tiefer in die Gebäude hinein, während der linke zur Terrasse bringen würde. Zur Terrasse wieder. Nach einer kurzen Weile kommt links die Terrasse in sich. Die kühle Nachtluft sickert durch die Türöffnung rein und berührt mich etwas. Raus aus der Terrasse gehen. Wir treten uns leise auf die Terrasse hinaus, auf der wir sofort von einer kalten Nachtbrise begrüßt werden. Der trostlose Wald, durch den wir gekommen sind, liegt direkt vor uns. Ein schwacher Schauder rinnt meine Rückgrat herunter, als ich beobachte, wie der Baumwipfel im heulenden Wind rauschen. Ein bisschen wie Kit reden, versuchen mit Markus zu sprechen. Naja, netter Umut heute Nacht, nicht? Frage ich, da ich nicht mindestens weiß, worüber mir jemand, die Magie jemals mit irgendjemandem reden möchte. Ein schwaches Lächeln taucht unter den Schatten seiner Maske auf. Als ich zu der großen, über mir aufregenden Gestalt von Marvel aufschaue, kommt mir einmal mehr zu Bewusstsein, in was für einer gefährlichen Situation ich mich befinde. Hier bin ich. Stehe mit einem mächtigen Magier an der Türschwelle einer typischen Villa, versuche, ein unbezahlbares Juwel zu stehlen und das alles, während wir herumschleichen, um einen wahnsinnigen Tyrannen aus dem Weg zu gehen. Okay, hey, es war bisher eine wilde Nacht. Ich wünschte, mein ganzes Leben könnte so spannend sein. Verwechsle Aufregung nicht mit Spaß, Church. Es könnte nicht mehr als schieres Glück gewesen sein, dass es bisher erlaubt hat, dem Tod zu entgehen. Kommt schon, wir haben keine Zeit hier rumzulungern. Lass uns zurück an die Arbeit gehen, höre ich Kit sagen. Ein bisschen mit Kit reden. Ja, wir müssen diesen Bastard kriegen. Er ist irgendwo hier drin, da bin ich mir sicher. Bald machen wir dich fertig, links. Ich kann das Feuer in ihren Augen von hier aus sehen. Mann, ist sie süß, wenn sie wütend ist. Ach. Komm schon, wofür hast du mich den ganzen Weg hier rausgeschleppt? Wir sollten wieder hineingehen. Die Sonne wird bald aufgehen, fliegt Magis zu. Ja, wirklich. Mach schon, Kumpel, Zeit zu gehen. Ein bisschen mit Kit, okay, wir gehen zurück schon, keine Sorge. Korridor führt nach links und rechts, erwartet unsere Dunkelheit, lass uns mit den rechten. Okay, wir können auch nach links wieder gehen, aber ich gehe jetzt einfach mal nach rechts und da weiter rechts. Ja, die kennen wir schon. Weiter dem Korridor folgen. Ich stoße gegen Kit, die direkt vor mir plötzlich angehalten. Irgendwas stimmt nicht, Kumpel. Ich halte die Luft an und versuche alles. Klack, klack, klack. Ein Monster. Ich sehe nervös und mein Versuch. Ja, das ist ein Gegner. Das Skelett oder so. Sag ich doch. Angreifen. Dort brüllen stimme ich hervorstoß auf das Skelett zu. Sobald ich die Angriffsreichweite komme, schwingt das Skelett umgegen sein Schwert auf mich herunter. Schwertspitze streift meine Wange. Ach, schreie ich, während ich hastig zur Seite springe. Oho. Auch eine Art Ausweichen, Kumpel, ruft Kit neben mir. Das Skelett macht mit dem Schwert in der Hand einen Schritt vorwärts. Gerade als Magie beginnt sich aufzubewegen. Ob es so zu will. Er ist die Arme gelegt, hat erstmal dann seltsam ausdrücken. Ja, Magie, komm zu dir. Wieder die gleiche Situation. Angreifen. Ich bin auf die. Okay, ich hab's besiegt. Ich muss das nicht mal vorlesen, weil sie es schon kennen. Ja, wir haben gewonnen. Magel war irgendwie wieder komisch drauf. Ich langsam kriege ich ein Dreh in dieser ganzen Kämpferei raus. Ich bin insgesamt kaum verletzt. Du musst nur eine, ja. Wenn er das sagt, dass er kaum verletzt ist, heißt das nur,